Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Es geht hier weiter. Wir sind hier gerade reingespawnt. Die Kollegen sind hier einfach tot nachgespawnt. Well, bad for you, good for me. Und hier werde ich mir erstmal die ganzen Sachen wieder schnappen, die nachgespawnt. Ist das ein Fisch, oder? Aber kein Fisch zum Aufheben. Hier ist eine Papierzielscheibe gespawnt, okay. I mean, I take it. Hatte ich auch noch nicht. Also, dass sie so hier spawnen. So, das Geile ist ja dadurch, dass wir jetzt die ganzen Schränke haben, kann ich hier wieder den ganzen Stuff mitnehmen. Oh, warte mal, falsches. Halt mal weg, das Ding. Was ist mein Inventar? Hier, so. Tap und wunder mich, warum es nicht funktioniert. So, Crossbow, Drucker, Hart. Was ist denn hier verrottenes? Fallen lassen. Weg mit dem Muck. Was haben wir denn hier überhaupt alles? Oh, hier so ein Kopf. Kann ich mit so einer Zielscheibe machen? Brauche ich bestimmt so ein Stock, ne? So, was ich aber gerne machen würde, ist erstmal wieder im Haus weiter bauen. Vielleicht mal so ein. Muss sowieso mal schauen, wie mache ich denn so ein Dach? Achso, und was ich herausgefunden habe. So. Mit der Treppe. Da hatten wir ja einige Probleme. Also ich zumindest. Oder was heißt. Ich weiß nicht, ob ich Probleme hatte. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe es nur in einem Video gesehen. Deswegen müssten wir es einfach mal ausprobieren. Ob es dann wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Kollege, hier ist meine Seilrutsche. Was ist denn los? Klatsch im Rücken, Alter. Aua! Das tat weh. Das muss weh getan haben. So, wo ist hier die 4? So, hier wird erstmal wieder rumgesägt. Mir die Scheiße um. Ey! Ball! Wie lange dauert das mit der Axt? Das geht aber eigentlich auch von der Geschwindigkeit, ne? Ist da gerade neben mir was rumgesprungen? Nee. Hört sich gerade so an. So. Aber solange die Batterie noch nicht leer ist, nehme ich die Kettensäge. Ich habe nur so wenig Batterien, deswegen hätte ich ein bisschen. Also. Relativ wenig Batterien. Deswegen will ich damit ein bisschen sparsamer sein. Und die ja nicht hinterher alle für die. Oh, hast du ein Glück. Der hat wirklich. Okay. Das war ein Zeichen Gott, dass heute dein Glückstag ist. So. Ich will auch. Warum sind die so ausgerottet? Weil es nicht geregnet hat? Ist das so abhängig hier, die Pflanzen, die Vegetation? Dass es sogar regnen muss zwischendurch mal? Ja, crazy. Was ich sagen wollte, ich würde heute auch gerne nochmal ein, zwei Höhlen abchecken. Oh, vielleicht auch schon welche, wo wir drin waren, einfach nochmal um Vorräte mitzunehmen. Aber wenn dann diese Vorratshöhlen. Aber ich weiß nur nicht ganz genau. Wir waren jetzt. Die Shotgun ist nachgespawnt. Virginia hat meine. Wir könnten das mal ausprobieren, ob ich mir eine Shotgun mitnehmen kann, wen sie dann in der Hand hat. So, ansonsten. Müsste ich bei dem Point of Interest gewesen sein, bei dem Point of Interest und zu dem da oben müssen wir noch. Ganz in der Ecke. Könnte man da hingehen. Kann jetzt nicht drauf zeigen, aber da ist so. Quasi ganz oben am Rand von dem Handy. Da würde ich aber prinzipiell zuerst. Habe ich die Aufsätze auf der Shotgun oder habe ich die abgemacht? Laservisier habe ich hier. Hier ist der Schrotflintenaufsatz, sehr gut. Weil. Das wäre ja crazy, ne? Wenn ich eine Shotgun hätte und sie auch. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist so. Aber das wäre ja.
Das wäre so geil, dann hätten die Kannibalen ja überhaupt keine Chance mehr. Da habe ich noch einen Kieselstein da aufgehoben. So. Ich glaube, den Tower mache ich auch mal fertig. Und jetzt Kelvin abgeholzt. Hier war ich nicht einmal, ich habe nur Kelvin abgeholzt. Einsame Baumstämme und Stammhelfen. So. Erst muss das Seil rein, verstehe. Ich habe kein Seil dabei. So, ich wollte gerade sagen, Regen ohne Regen. Interessant. Das stört mich noch ein bisschen. Der Regen ist so arg laut. Warte mal, wo mache ich denn hier? So, erstmal hier oben. Seide. Seil Collect hatte ich hier nicht. Ach, hier unten habe ich die. So, zack, zack. Also prinzipiell müsste das dann doch so funktionieren. Kann ich einer draufpacken? Er hat das nicht draufgepackt. So. Parkour. Hier hoch. Ich müsste den irgendwie daneben gestellt bekommen. Das Spiel lässt mich gar kein mehr daneben setzen, ne? Ab hier erst. Also ich ein bisschen trickse. Was ist los, Kelvin? Kommst du denn so angelaufen, halt? Jetzt könnte das vielleicht klappen. Mit der Treppe. So, pass mal auf. Ach, Blattzugpfeife. Dann zack. What the fuck? Hier zu mir, so. Da hier oben! Zack, zack. Weil, das habe ich gesehen. Das heißt, so wäre Rampe, aber switchen, so ist Treppe. Und dann hätte man eine Treppe hier neben dem Haus, was prinzipiell auf die zweite Etage führen würde. Ich da ganz unten noch einen. Soll ich da jetzt immer springen oder was? Nehmen wir das obere Brett. Na, oben ist Treppe aber anstrengend, ey. Holy moly. Ja, da funktioniert die Rampe besser. Da klippt er nicht so komisch rum. Was ist denn das? Nee, das will ich nicht. Das Bausystem ist schon weird, ne? Die Frage, wie mache ich denn? Nee, muss ich ja so machen. So.
Jetzt connectet er nicht mit dem. Das Bausystem ist ein Nutz, Alter. Man muss doch irgendwie machbar sein, ohne dass ich das ganze Haus abbauen muss, gefühlt. Wieso hast du denn den Connection da, aber nicht die hier? Den rausnehme, kracht er alles zusammen? Abbruch. Jetzt habe ich das Regal durch die Wand abgebaut und der lässt es einfach fallen. Das ist auch so ein Meme, Alter. Holy shit. Das ist ein Meme. Wollte abbrechen? Den darf ich nicht abbauen, okay? Aber interessant, dass man den in der Wände abbauen kann. Ich mal wieder einbauen? Weil da so viel cleaner aussieht, ne? Wahrscheinlich genau. Was ich den dran baue, gibt er mir dann die Option. Und jetzt baue ich den dran. Gibt er mir dann die Option. The fuck? Hat er das geteilt? Das ist ein Meme-Typ. Das ist alles irgendwie scheiße, ne? Na gut, dann wird das wohl mit der Treppe nichts. Oder sollst du den. Bau doch den Pfeiler hier ab! Ne, kann ich nicht. Ich muss erst die ganzen Treppen einzeln rausnehmen. Aber einen Schrank komplett abbauen, das kann ich. Durch Wand. Ganz, ganz komisches Game. Manchmal. Gut. Ah, war der letzte Versuch mit der Treppe. Musste irgendwie anders gebaut werden oder irgendwo anders oder irgendwie einen anderen Weg nach oben. Das ist dann natürlich besser an solchen Spielen wie Minecraft, ne? Da ist halt wirklich uneingeschränkte Baumöglichkeiten. Mal abgesehen von den, dass alles viereckig ist, aber das ist ja natürlich wieder das Minecraft. Das ist einfach das Spiel. Aber ansonsten kannst du ja wirklich alles da createn. Ein bisschen schade, weil ich finde die. Wenn man sich einmal mit der Baumechanik bei The Forest hier ein bisschen angefreundet hat oder die gerafft hat, dann ist sie eigentlich echt cool. Aber auch wenn man dann ein bisschen coolere Sachen machen will, dann ein bisschen einschränkend. Sind das jetzt halbe oder ganze? Ich bin so verwirrt. Okay, halbe. Achso, ich hab Hunger. Kann ich direkt aus dem Schrank essen. Interessant.
So, zack, zack. Das ist wieder ein halber. Das ist ein ganzer, ja. Zack. So, dann ist der. Ist der Steg hier auch fertig? Nee. Das ging beinahe in die Hose. Ja. Jetzt würde ich natürlich gerne. Kann ich den ja auch rausnehmen, ne? Ups, sorry. Nope. Den. Irgendwie finde ich das cooler. Außer bei den Türen, da kannst du gerne bleiben. Aber hier sieht dann Faktine aus. Einfach so durchgängig. Alter, Kevin. Zack. Zack. Putz. 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 Was er hier von der Größe? Ja. Top. Top Giselle. Zack. Und dann hier hin, ne? Ja. Geile Nummer. Da komme ich da nicht dran. Wie komme ich denn jetzt nicht an den Baum da ran? Aber ich hoffe, ich könnte, dass ich den hier cutten kann. Warum nur den da oben? In diesem Game sollte man Crosshair haben und. Ich krieg ihn einfach nicht. Das ist so ein Meme. What the? Ah, da hab ich ihn doch. Mein Gott. Das war aber eine Geburt. Hilfe. Scheiße, kann ich ihn wieder einbauen? Obwohl, so geht eigentlich auch, ne? Bin ich gar nicht, so schlecht. Ich finde das cooler, weil es so ein bisschen eher unperfekter aussieht. So, zack. Das sieht so. Was ich hier so sehe. Doch, da finde ich das cleaner, to be honest. Also die Ecken, die lasse ich. Ich finde das cooler. Und es spart mir ein bisschen Materialien. Das ist natürlich auch noch ein schöner Zusatz, ne? Muss man ja auch mal so gestehen. Zack. Wait. Doch, ist richtig, okay. War gerade ein bisschen verwirrt, wie ich das hier gebaut habe. Nur da drankommen ist der schwierige Part. So. Ach, mein Gott.
Na. So. Vielleicht habe ich wieder einen Schrank auseinandergebaut. Ich sehe es schon kommen. Zack, zack. Putz. Putz. Gefahr. Komm schon. Mein Gott. So, hier komme ich gar nicht richtig drüber, ne? Jetzt fällt mir nur dieses eine Baumstamm hin. Diese eine. Komm schon. Aber einer hat so super geklappt. Es gibt ja wieder nur da oben die Option. Was ist denn das für ein Blödsinn? Alter, ja, komm, scheiß auf. Mach ich mal auf Screen. Nee, ich will einen ganzen. Noch einen ganzen hier. Da habe ich noch einen, aber ich glaube, das wird nichts. Also wird schon was, aber da ist auch noch. Ist das ein halber? Ein halber. Nein, hier komme ich nicht hoch. Scheiße. Na, Kelvin. Könnte man nicht direkt eigentlich so bauen auch, prinzipiell? Ohne die Zwischendinger. Kann ich hier vom Meer tragen? Ein anderer, ne? Sehr geil. Ja, ich brauche noch ganze Stämme für. Okay, der hängt da einfach fest. Jetzt auf Anhieb. Na, so witzig. Ich krieg die Option zum Cutten. Von dem Stamm. Aber nicht nur rauszuholen. Das ist wirklich der Forest-Logik. Bearbeiten kannst du ihn, aber wenn du ihn in derselben Position den Stamm da rausholen willst, dann geht das nicht. So, dann musst du dir helfen. Hier sind Stämme. Wollte ich zwar für den Turm benutzen, aber da muss ich jetzt nicht abholzen gehen. Haben wir eine Reihe fertig, zack. Bin ich runtergefallen, verkackt. Also ich weiß nicht, ich probiere mal gerne rum hier. Ich bin auch. So K.O. nach 2 Sekunden laufen. Kann manchmal ein bisschen anstrengender werden zum Gucken, weil man dann wieder jetzt gerade 2 Stunden an so einem Stamm steht. Wo ist eigentlich mein Feuer hin? Wie ist das kaputt gegangen? Oder aus? Ich hab sowieso nichts zum Braten, oder? Im Kopf. Hier, einer mit. Geh pennen. Ja, ich geh nochmal pennen. Ah, oder wird's gerade hell? Ja, okay, okay, Polizei, beruhigt euch da draußen. Hast du nur mitgebracht? Was ist das denn? Ein Hase. Danke. Wow. Wir haben einfach gar keine Rüstung mehr, fällt mir gerade auf, ne? Ah, ich hab noch welche im Inventar. Sehr gut. Schluck trinken.
will nicht wissen, wie der den armen Hasen getötet hat. Bestimmt mit der Shotgun. So, tun den Kopf wieder da rein. Zusammen mit dem Essen. Und zusammen mit Calvin. Na, Virginia, jetzt habe ich die Klappaxt in der Hand. Okay, okay. Ah ja, habe ich eine schöne Umgebung hier. Und die Augen, die in deine Seele starren. Und in deine auch. Guckt Kopf. Imagine, dass man gut. Ja, noch mit so einem blutigen, klebrigen Kopf in der Hand rumgelaufen. Sehr widerwärtig. Warum sind die Bäume so weit weg? Können die mal nachwachsen, bitte? Oh, ich hier mit der ganzen Scheiße. Ja, geht doch kaputt. Kevin Buffett! Ich hätte vielleicht da oben fällen sollen. So, zack. Boah, die despawnen, tue ich die einfach mal da rein. Ich weiß nicht, wie lange die da liegen bleiben. Ist hier Besuch oder was? Was sprintest du hier so rum? Hört sich nur so an. Anscheinend alles in Ordnung. Ich gehe da hoch und hole mir Bäume. Das bisschen Laufen hier ist mir jetzt schon zu viel. Könnten auch. Ja, ich hab doch die Seite. Ich geh mal nach rechts. Ich mach da rechts ein Ding hin. Transport. Du. Und hier ist noch da. Da stehen noch ein paar mehr Bäume. Kann ich hier nämlich ein bisschen mehr fällen und instant. So, macht er da auch ganz ein bisschen deeper. Ein bisschen tiefer hier in die Natur. Muss nur noch drankommen auch. Wenn ich zu hoch mache, ist natürlich auch shit. Machen wir mal hier. Oder so. So, und jetzt wird er fleißig gefällt. Ja, gefällt, so. So, Lumberjack Tim ist hier. Oh, Fall oben. Ah, hier. Ganze Blattgemeinschaft hier, mach weg. Und der Virginia jetzt hier. So. Der Wald muss brennen. Oder in dem Fall fallen. Angst wegen meiner Rüstung. Weiter, wenn der Vogel jetzt getroffen wird, wäre crazy. Zack. Zack. Also, by the way, das fällt mir ein, wollte ich noch erzählen. Ich weiß nicht, ob The Forest. Es ist zurzeit natürlich ein relativ tägliches Projekt. Oder kommt zumindest öfter in Hogwarts Legacy.
Einfach weil ich mehr Folgen zurzeit im boah, das ist hell. Im Petto habe. Aber ich glaube, The Forest wird so ein, ich sag mal, Anführungszeichen Langzeitprojekt, was aber nicht unbedingt täglich kommen wird. Wo ich dann immer mal so, wenn ich gerade Bock habe, eine Folge raushau. Weil ich habe viel gesehen, dass die Story nicht sehr lang sein soll. Wir sind auch schon sehr weit in der Story, das weiß ich. Weil man halt einfach, man sieht ja die Höhen, die man abgeklappert hat und wie voll unser Inventar ist. Und war eigentlich noch einer da. Wenn wir die Story durch haben, ist natürlich ja Spielschluss. Ist ja, kann man ja nichts mehr wirklich machen, außer bauen. Und ich baue gerne in dem Spiel, baue gerne am Haus weiter. Aber ich brauche jetzt nicht auf einer, ich sag mal, Daily Basis dann Folgen aufnehmen, wo ich nur Haus baue. Weil ich habe auch nicht, wie soll ich sagen? Vielleicht habe ich mal einfach, das ist so ein, ja, so ein Zwischendurchding, so kann man das sagen. Es ist so, man hat einen Bock auf den Forest, mal nicht. Man hat man einfach gerade so ein, wie so ein kreativen Prozess, ne? Ich habe jetzt richtig Bock, kreativ zu sein, mein Haus zu bauen, zu farben, zu chillen vor allem. Und ich möchte dann doch auch viel mehr, ich möchte dann doch lieber ein bisschen mehr mich auf Story Games priorisieren, hier hochzuladen. Oder halt solche Sachen. Ich habe noch ein paar Spiele im Petto, die ich gerne zocken würde. Und auch durchspielen würde und ja, einfach bringen würde auf dem Kanal. Weißt du, da habe ich einfach. Und da finde ich dann, ist die Story immer so eine nette Abwechslung. Was weiß ich, bringt man dann irgendwie jeden Mittwoch oder Freitag vielleicht oder zwei, drei Tage in der Woche kommt dann der VS zusätzlich. Weißt du, wieder einfach so ein zusätzliches Projekt, was aber nicht die höchste Priorität besitzt. Ich glaube, so werde ich das in Zukunft handhaben, ist der Forest. Dann kann man immer wieder bauen, hat so ein bisschen Progress. Weil ich fände natürlich, ich fände es ein bisschen cooler, wenn man nicht nur hier bauen würde, sondern so mehrere kleine Häuser in der ganzen Map verteilt hat. Vielleicht, oder vielleicht ein großes und dann mehrere kleine Häuser. Wie als wenn hier wirklich mal so eine richtige Zivilisation gewesen wäre, abseits von dem, oder noch eine zusätzliche Zivilisation, abseits von dem Untergrund Heinis der Wissenschaft und den Kannibalen. Ich stelle mir das nur so vor, ich mag es so, mir so, das dann so geschichtlich vorzustellen, gedanklich, fantasiemäßig, dass die einfach dann noch ein bisschen mehr war. Und ich finde es auch cooler, wenn man dann, was weiß ich, sagen wir, vielleicht zockt man das Game ja wirklich ein ganzes Jahr lang. Oder vielleicht ein halbes Jahr oder ein paar Monate oder man zockt nach ein paar Monaten wieder. Und dann hat man die Map und hat immer so die erbauten Sachen, die man sich dann wieder nochmal selber angucken kann. Die man vielleicht vergessen hat, die man gebaut hat oder wie auch immer. Oh, sheesh! Bin ich damit gerechnet, dass ich da vorbeipasse. Let's go! Das ist so quasi mein Plan mit der Forest. Also, dass ich. Ich werde die Story natürlich im Let's Play durchzocken. Wir werden noch die nächsten Höhen erkunden. Und je nachdem, wann das dann zu Ende ist, wird der Forest nicht mehr als priorisierter Daily Upload kommen. Sondern halt immer so, ja, wenn ich gerade Lust habe. Wie ich gerade Lust habe. Hogwarts Legacy würde ich auch mehr aufnehmen. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist Hogwarts Legacy macht mir Spaß und es ist wirklich ein cooles Game. Aber dadurch, dass ich One Piece habe und da schon viel Laberei ist, habe ich manchmal, muss ich mich ein bisschen dazu drängen, welches Game ich gerade lieber aufnehmen würde. Also ich kann mir nicht die stundenlange Laberei bei, wie heißt das, One Piece reingönnen und danach zwei Stunden noch Hogwarts Legacy aufnehmen. Das ist ein bisschen anstrengend für mich, bin ich ganz ehrlich.
Aber das Gute ist, dass ich alles in meiner Geschwindigkeit spielen kann, wie ich will. Die Projekte werden kommen und fortgeführt. Oder auch beendet, auf jeden Fall. Bis auf Projekte wie Max Payne, wo einfach der Spielstand zurückgesetzt wird. Da war ich ein bisschen tilt. Das hat mich wirklich genervt. Um 2 Stunden, weißt du, wären es 20 Minuten gewesen. Eine Mission wiederholen, okay, aber... Da wurde einfach... Alles klar, mein Spielstand irgendwie zurückgesetzt oder buggt oder was weiß ich. Ich habe auch geguckt, ob ich da... mir so ein Safe-Game runterladen kann, sodass man... alle Kapitel frei hat, weil auf PlayStation 3 habe ich das Spiel ja schon mal durchgehabt. Habe ich gedacht, okay, ich spoiler mich ja prinzipiell nicht, wenn ich vielleicht ein Safe-Game runterlade, wo jemand schon durch ist. Dann kann ich die Kapitel ab da weiterspielen, wo ich war. Dann nehme ich quasi immer so Kapitel für Kapitel auf. Hab runtergeladen, eingefügt ins Leben und zack, hat nicht funktioniert. Hat er einfach nicht geladen. Wait. Doch, ist richtig. Deswegen... Also ich habe versucht, das Max Payne-Projekt zu retten. Aber ich hätte keine Lust, die 2 Stunden nochmal zu spielen, weil ich ja dann schon zum 3., 4. Mal spielen würde. Ich wusste ja schon, weißt du sowieso, was da passiert. Das meiste. Oder vieles. Viele Sachen kann ich mich auch nicht erinnern, aber... Das hat mich wirklich gestört. Falsche Line. So. Aber vielleicht zocken wir es in ein paar Jahren dann doch mal zu Ende. Richtig zu Ende. Fürs Let's Play. Vielleicht kriege ich ja nochmal so einen Heap auf Max Payne und dann... kommt es vielleicht doch noch zum Abschluss. Wir werden sehen. Wie gesagt, Hogwarts Legacy wird auf jeden Fall auch weiterkommen. Das Game macht mir eigentlich echt guten Spaß. Einzige, was ich ein bisschen habe, ist... Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder andere das auch haben. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen verloren in dem Game. Es gibt so viele Nebenaufgaben und... so viele Sammelaufgaben, dass ich... Ich bin gerne einer, der hat gerne eine Nebenmission fertig. Dann hast du aber sowas wie die Daedalischen Schlüssel, wo du erst, die du vielleicht auch erst fertig machen kannst, wo du dann noch einen Zauber brauchst, um hinter andere Türen zu kommen und so. Und ja, das ist immer so. Ich bin da immer so ein bisschen penibel. Dann stört mich das und. Nee. Das ist genauso wie bei manchen Spielen, da bist du der große Held, sag ich mal. Ja, welches Spiel sag ich? Welches ist es denn? Zum Beispiel Dying Light ist ein gutes Beispiel. Der Typ mördert konstant vor sich hin, haut sich mit den übelsten Monstern um die Ohren und dann kommt irgend so ein Plepp um die Ecke, haut ihn auf die Schnauze, in der Cutscene dann, und da ist dann voll der Plepp und Weichei und kann nichts machen. Das spricht doch entgegen all den Sachen, die du in-game machst. Oder was weiß ich, du tötest einen Zombie auf brutalster Weise, verstümmelst den, hakst den Kopf ab, was weiß ich. Und dann geht dein Charakter jagen, tötet ein Eichhörnchen gefühlt und fängt dann an zu flammen und zu kotzen, weil das Töten nicht gewöhnt ist. Das ist doch voll sinnlos. Das habe ich ein bisschen das Problem mit manchen Spielen. Und auch, das finde ich auch ein bisschen bei Hogwarts Legacy, ist auch ein bisschen komisch. Ein bisschen Fünfklässler. Der halt schon eigentlich echt gut mit Magie umgehen kann. Und dann lernst du solche Sprüche wie... Expecto Patronus erst. Später. Ist das nicht eigentlich auch voll? Ja, wie heißt das? Voll ironisch. Bist du zu Hogwarts gerufen, weil du eine gute Magiebegabung hast?
und auch schon im Vorfeld zaubern kannst. Er kann ja Sprüche und schießen und was weiß ich nicht alles. Aber dann kann er die einfachsten Zaubertricks noch nicht. Oder Zaubersprüche, ja gesagt. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch. Das fand ich zum Beispiel wirklich cool bei Far Cry 3. Da bist du als Plepp auf die Insel gekommen, klar konnte der schon einfach mit der Waffe umgehen, aber du hast dich immer mehr als in so einem kranken Motherfucker verwandelt. Wait. So. Ja, okay. Bau die mal eben hier ein. Aber nur bei Far Cry 3 hat mir das gefallen. Ich fand die anderen Far Cry Teile danach. Bis zur Primal, weil Primal habe ich nicht gespielt. Da kann ich nichts zu sagen. Primal wollte ich immer mal zocken, aber irgendwie kam ich nicht zu. Aber ich fand Far Cry 4 schon schlechter. Far Cry 5 hat mir, to be honest, gar nicht mehr so gefallen. Als einfach wie alle anderen Assassin's Creed und Ghost. Wie heißt das? Ghost Recon Breakpoint oder. Ja, doch, ich glaube Breakpoint. Einfach dieses. Und Valhalla auch und was hat denn hier alles? Alles nur noch grinden. 100 Mal irgendwelche Türme einnehmen und was weiß ich nicht. Irgendwelche Lager ausschlachten. Das ist so unbedeutsam, weil es auch nichts. Also wirklich nichts, das. Nichts beiträgt, weißt du? Du killst das halbe Lager. Nur damit du, wenn du beim nächsten Mal vorbeikommst, wieder Gegner drin stehen siehst. Es macht deine Machtposition auf der Map nicht besser, gar nichts. Der Loot, den du bekommst, ist der letzte Shit. Wirklich, es trägt nichts zur Story bei, außer dass es dir das Gefühl geben soll, oder ja, dass sich das Spiel mehr lohnt, weil wenn du zum Schluss am Ende des Tages in Steam guckst, guckst du bei Assassin's Creed Valhalla als Beispiel, hast dann 120 Spielstunden und gefühlt waren 60 davon nur irgendwelche ja. Burgen plündern, ausrauben und Leute jagen, die überhaupt nichts zur Story beitragen. Keine krassen Sachen geben, nichts. Weil die besten Sachen kriegst du aus diesem Ingame-Shop. Wo du Opale ausgeben musst oder was weiß ich. Oder echt Geld. Oh, warte mal, das ist falsch, oder? Nee, ist richtig, ist richtig. Das ist halt G-fucking-G. Weiß nicht, da feiere ich so gar nicht. Mir hätte auch, to be honest, Assassin's Creed Valhalla besser gefallen, wäre es nur als Valhalla gekommen. Hätten die sich mehr auf dieses Wikinger-Setting fokussiert und wirklich versucht, ein richtig geiles Wikinger-Game rauszuhauen. Brutal und blutig und was weiß ich nicht alles. Vielleicht sogar mit einer anderen Engine. Und so ein bisschen. Ja, einfach ein bisschen rauer und brutaler, so wie Red Dead Redemption ist. Red Dead Redemption ist ein, meiner Meinung nach, ein slowes Spiel. Also, klar kannst du da schnell und durchdrehen, aber eigentlich relativ langsam gehalten, aber wenn du mit der Shotgun oder mit einem Revolver auf einen schießt, Digga, der spritzt das Blut und der krümmt sich und brutal. Und sowas hätte ich mir auch von einem Wikinger-Spiel gewünscht, weißt du? Dass, dem du die Axt so in den Bauch reinhaust mit deiner ganzen Kraft, dass du im Gefühl die halben Gedärme raussprühen. Und die Mischung aus Wikinger und Assassine ist halt. Ja. Genauso sinnvoll wie. Alter, was ist denn das da hinten? Wie wenn du ein Kondom verwenden willst, wo du impotent bist. Na, Jungs! Da kommt aber da rausgeschossen, ey. Virginia hat das, ja. Auf die kann ich mich verlassen. Wo ist Virginia überhaupt? Ist sie überhaupt im Camp? Nö. Auf die kann ich mich nicht verlassen. Die läuft da rum.
ich bin mal gespannt, wie die neuen Assassin's Creed werden. Wie gesagt, an sich, ich habe Valhalla durchgespielt. Ich hatte auch coole Momente, aber ich hatte dasselbe Problem wie bei Origins. Einfach Odyssey meine ich. So viele Nebenquests, dass du auf halbem Weg, während du die Nebenquests machst, schon wieder vergisst, was die Hauptstory war. Und Nebenquests meine ich diese ganze Sammelscheiße. Ich bin jemand, der, wenn ich private Spiele durchspiele und so, will ich die auch komplett durchhaben. Also wirklich so vieles wie möglich mitnehmen, dafür habe ich die ganze Scheiße auch bezahlt. Und es war damals zumindest bei Odyssey war es krasser als bei Valhalla, aber bei Odyssey hatte ich wirklich gefühlt, auch wegen der Zeit, die ich besitze, neben Arbeiten und so, hat man halt nicht ganz so viel Zeit zum Zocken. Aber Nebenquests rauskommen, Nebenquests, da habe ich schon wieder vergessen, was die Hauptquest war. Also worum es ging eigentlich. Abgesehen davon, dass sich Assassinen Ohren bilden, Leute, Gedönser. Das ist meiner Meinung nach eins der das größte Problem, was Assassin's Creed hat. Es verliert sich zu sehr in irgendwelchen unnötigen Nebenaufgaben. Es sind nächstens so Nebenquests werden, weißt du, mit Cutscene und vielleicht beeinträchtigt es die Welt um dich herum oder die Charaktere. Das heißt, ich hilfst du dem einen, kommt der im letzten Moment um die Ecke und dich dem Gegner das Messer im Rücken, der dich gerade hinterher dich abstechen wollte oder weißt du so. Genial, wir haben Besuch. Der gefällt mir nicht. Ah! Hey! Zack! Zack, da ist der Arm weg. So, mit Sprung. Zack, Arm weg. Wo ist mein Bogen? Wo ist der andere Kollege? Lief da noch einer rum, so Nacken da. Was passiert, wenn ich hier im Fuß stehe? Tut das richtig weh für den? Der kann Türen benutzen, der ist schlau. Er klaut mir aber nicht die Sachen, oder? Er ist nicht schlau, er ist einfach raus. Oh, in die Hand! Mit der innen umgefallen ist. Ich bin nicht seine scheiße Leiche, weg mit dem Schmutz. Hauptsache, Kevin frisst da seine Beeren. Naja, das ist so meine Meinung zu Assassin's Creed. Wie gesagt, das vertritt nicht jeder, das muss auch nicht jeder vertreten oder so sehen. Ich to be honest, ich wäre gerne einer, der sagen könnte, ich habe an sowas mega Spaß. Wäre ich wirklich gerne. Dann hätte ich vielleicht sogar mehr Spaß an vielen anderen Spielen, aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, damals mit wirklich bei PS2 und Gamecube-Zeiten und sowas, da hatten die Leute technisch weniger Möglichkeiten als heute, aber aus den Möglichkeiten, die sie hatten, haben sie viel, viel mehr rausgeholt als wie heute. Das ist so, habe ich das Gefühl, dass man einfach heute ja nicht mehr so Wert darauf legt, was krasses zu kreieren, was noch keiner so hat. Einfach das machen, was Erfolg bringt. Das ist also den Safe-Erfolg. Die einzigen, die sich das wirklich trauen, sind Indie-Entwickler. Und da bin ich froh. 1, 2, 3. Hier müsste es sein, ne? Deshalb bin ich sehr froh, dass die Unreal Engine und die andere Engine, wie hieß die? Habe ich den Namen vergessen natürlich. Unity. Dass sie gratis sind. Weil dadurch
haben wir Games wie The Forest, Phasmophobia und andere Spiele, weil Leute wirklich, die kreativ sind, bemüht und sich da ja wirklich mit Beschäftigung und Liebe reinpumpen, dann auch wirklich die Möglichkeit haben, beziehungsweise auch Ideen und wer ist das, das Engagement dafür haben, sich mit sowas zu beschäftigen und damit auch beschäftigen wollen, dann auch eine gratis Möglichkeit haben, das auszuleben. Ich war früher immer einer, der so Indie-Spiele sind nicht so mein Fall gewesen. Früher war alles immer so verbuggt und ich war einfach mehr AAA, muss ich gestehen. Aber es war auch eine Zeit, da waren AAA-Spiele auch Welten besser und Indie-Spiele waren noch alles mehr oder weniger so Pixel-Stuff, weißt du, so wie Terraria. Da hätte ich ja an sich klar kreativ. Ich habe bestimmt noch einiges verpasst, was auch mir großen Spaß machen würde. Aber ich bin auch einfach, muss ich gestehen, ich bin auch eine Grafikhure. Wenn ein Spiel wirklich geile Grafik hat, lasse ich mich davon auch gerne anziehen. Ich lasse mich aber auch, wenn ein Spiel richtig geiles Gameplay hat, davon anziehen. Muss aber dann gestehen, dass wenn ich mir Bilder oder Reviews angucke, esse ich, also wie sagt man so schön, die Augen essen mit, ne? Und wenn manches wirklich geiles Gameplay sich hinter, ich sag mal so, Pixels da versteckt, ich bin einfach kein Freund von diesem Pixel-Art-Gedöns so extrem, oder Pixel-Spielen im Sinne von 2D und ich bin einfach mehr so 3D-Spieler, weißt du? Das ist einfach so. Ich mag auch zum Beispiel die Couch-Spiele mehr in 3D als die von der Seitenansicht. Mortal Kombat mag ich. Finde ich cool. Diese seitliche Ansicht. Aber ein Demon Slayer gefällt mir viel, viel besser vom Grafikstyle her. Aber wie gesagt, wenn sich so ein Pixel-Spiel, wenn das wirklich geiles Gameplay hat, dann werde ich da wahrscheinlich nur drauf aufmerksam oder gönne es mir. Wenn ich mal irgendwie bei irgendeinem Let's Player, Streamer, was auch immer, Ausschnitte davon sehe oder mir das angucke, weil ich mir denke, okay, komm, ich guck mir bei ihm an. Und dann denke ich mir, weil der Typ mir sympathisch ist, vielleicht sind wir auf einem Sympathielevel, wenn es ihm gefällt, gefällt es mir vielleicht auch. Sieht cool aus. Scheint eine gute Gameplay-Mechanik zu sein, aber dann ist so noch so ein kleiner ausgiebiger Punkt. Aber wenn es ihm gefällt, könnte es mir auch gefallen. Und wenn es ihm nicht gefällt, dann denke ich mir, dann spare ich mir lieber das Geld und hole mir ein anderes Spiel, wo ich mir ja relativ sicher bin oder wo ich darauf gehypt bin, weißt du so. Batterien remove from inventory. Fuck, der hat jetzt der Batterien eingetan. Automatisch, ja moin. Ach ja, da macht man schon was mit. Ich hoffe einfach, dass sich der Markt ein bisschen regelt. Und ich weiß nicht, ich vermisse manchmal die Zeiten, wo Gaming nicht so Mainstream war. Weil da war es auch nicht so, dass das Maximum Gewinn bringen Business, also im Sinne von, wir müssen den maximalen Gewinn machen und kopieren einfach dann, was die anderen machen, sondern es war mehr so, wir müssen maximal Gewinn machen, indem wir was Neues bringen, was wirklich ganz Neues. Und so gerne ich YouTube und Twitch mag, aber YouTube und Twitch waren, glaube ich, für die Spieleindustrie oder beziehungsweise für die nicht Industrie, würde man sagen, für die Spiele Innovation ein Segen und Fluch gleichzeitig. Ein Segen dafür, weil es viele Tutorials gibt mit, wie wir sagten, Unreal Engine, wie man Spiele erstellt und sonstiges, sodass sich vielleicht einzelne Leute damit beschäftigen können. Und eigene geile Spiele kreieren, aber auch einen Fluch, weil es
Also zum Beispiel die CSGO-Kisten-Openings gab die Videos. Fortnite Battle Pass, Skins Shop und sonstiges. Irgendwelche Leute, die nur ihren Content darauf basiert haben, Geld auszugeben. Haben auch gleichzeitig damit unterstützt und den. Mit diesem Content. Ja, eine Aufmerksamkeit verschafft. Von Spielern und Spielemachern. Wo man das schnelle Geld einfach nur riechen konnte, sehen konnte. Wirklich. Irgendwelche Skins reinballern, die vielleicht ein bisschen cooler aussehen als die anderen. Dann dem Streamer XY einen guten Deal zukommen lassen. Natürlich dann auch Packs und sonstiges umsonst. Keys, damit er schön öffnet und zieht. Damit andere Leute wirklich viel Geld dafür ausgeben, um vielleicht denselben Skin zu ziehen für er, wofür der Streamer oder YouTuber vielleicht gar nie wirklich Geld ausgegeben hat. Oder in 90% der Fälle nie Geld ausgegeben hat. Das ist vielleicht nicht bei der, unbedingt bei den CSGO-Kisten so gewesen, aber bei anderen Sachen. Ist einfach wie ein Casino-Deal. Legit. Es ist einfach. Diese Skin-Shops sind einfach wie ein Casino-Deal. Oder diese Skin-Deals. So. Hier wechselt auch langsam, das ist gut. Aber muss ja jeder mit seinem Geld machen, was er will. Die Leute, die wirklich alles reinpressen und Verluste machen, kann ich, to be honest, ehrlich gesagt, nur auslachen. Das ist wirklich so viel. Wisst ihr, wenn ihr mal einen 10er oder 20er in Fortnite investiert. Digga, das ist. Habe ich auch schon gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Aus Skins geholt und sonstiges. Ich bin selber ja nicht. Nicht frei davon. Aber. Ich kann. Mich zurückhalten. Und ich habe auch Umgebung und Freunde und sonstiges, die sich alle zurückhalten und auch Geld mal dafür ausgeben, aber alle sagen können, stopp, ab hier ist Schluss. Und wir können auch einander sagen, Digga, du ballerst da viel zu viel Geld rein, Junge, das ist einfach nur Blödsinn, was du da machst. Auch wichtig, sowas zu haben, aber auch wichtig, selber zu machen. So, ich mach mal eben hier die Facecam ein bisschen. Ja, full hell. So. Mag vielleicht schwierig sein, für den anderen das zu sagen oder zu akzeptieren, aber. Nicht immer nur Hilfe für. Was heißt suchen? Nicht immer nur Hilfe geben, sondern auch vielleicht mal welche suchen, so meine ich das. Kein Zeichen der Schwäche. So, mal öffnen hier die. Kann ich beide reintun? Ja. Hier so einen Arschbeutel öffnen. Ah, lecker. Ihr solltet eigentlich. Tape hängen einfach mit dran. Tape und Stoffen, was ist nicht alles dabei? Wir benutzen das Ganze doch gar nicht. Was passiert, wenn ich das esse? Ich bin mal gespannt. Disgustus. So. Energiemischung. Chicorée. Ich teste jetzt mal so eine Energie-Mischung aus. Hier, klatsch, rein damit. Let's go! Weil ich gerade Chicorée lese. Anpflanzen. Wandpflanzenkorb. Den kann ich doch außen anbringen, oder? Kann ich sogar hier anbringen. Ich überlege gerade, vielleicht hier so?
Oder halt unterm Fenster, aber... Ich weiß nicht, je nachdem wie groß die werden, die Büsche. Ne, machen wir anders. Abbruch. Rechtsklick. Stell die hier vorne hin. Hätten wir ein bisschen grün hier, ne? Machen wir hier so. Noch mehr Stöcke. Hey, wie viele Stöcke da drin sind? Holy moly. Hallo Virginia. Ting. So, Chicory, hier ist das Zeug, ne? Hab ich davon was? Oh nein, ich hab davon nichts, oder? Aloe Vera habe ich. Na toll. Fallblatt. Hab ich Fallblattsamen? Schachtel, Guana. Okay, Fallblattsamen habe ich. Alter, du Pfeife. Immer hier. Ein bisschen wenig. Schachtel, Halm. Ups. Rein damit. Ein bisschen Licht wäre auch geil, ne? Der andere Modus. So, Feuer? Nee. Das war schon. Gibt es keine Wandfackeln? Mehr nicht. Hier ist ein Stock her. Ich kann Stock im Winter. So. Ob ich hier nichts anbringen kann. Kann ich wirklich nicht. Ist das sad. Egal, erstmal hier, zack. Ist ein bisschen zu nah dran. Hallo Virginia. Hallo Calvin. Die beiden brauche ich. Ist er jetzt umgefallen? Hat sie den jetzt kaputt gemacht oder was? Der ist. Was macht ihr denn? Ich bin nicht so nah dran, ich will den genauso auf dieselbe Höhe wie die anderen haben. Ja, geht doch. Kopf hier drauf. Zack. Zack. Hab ich das Tuch vergessen, egal. Putz. Putz. Schlafen gehen. Besuch, den ich nicht möchte. Sieht nicht so aus. Sehr gut. Guck mal, Calvin, siehst du das? Es werde Licht. Ja, genau. Kletter einfach auf allem rum.
Kann ich nicht hier drauf bauen? Das ist ein bisschen schade. Stelle ich das neben dem Blumenkasten? Hier genauso. Kleines Blümchen. Habe ich noch einen Nacken hier rumliegen? Nee, habe ich nicht.